Heute bei Let's Play. Ein Spiel, das eigentlich früher, als wir die Rubrik noch hatten, wunderbar in Classics gepasst hätte, denn es ist ein Klassiker. Es ist aber auch gleichzeitig ein Geheimtipp und ein Spiel, das gar nicht mal so viele gespielt haben, obwohl es eines der besten Spiele ist, die je erschienen sind. Und das sage ich wirklich nicht häufig. Also ich wirklich, das Spiel feiere ich ohne Ende. Und es hat auch einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Hat seine eigene kleine Vier-Zimmer-Wohnung in meinem Herzen, weil es ist asymmetrisches Gameplay. Es ist wirklich Anfang der 2000er Jahre rausgekommen und da war das alles noch komplett neu. Ich glaube, das war Anfang der 2000er, noch vor 2000ern kam das raus. Ja, asymmetrisches Gameplay. Es gibt drei verschiedene Rassen, sozusagen drei verschiedene Klassen. Es gibt so eine Art Mercenaries, es gibt so komische, leicht bekleidete Meerjungfrauen, Feen, Magierinnen, kann man schwer sagen. Die wurden auch übrigens, normalerweise waren die barbusig in Europa und dann wurden die aber für den amerikanischen Markt, soweit ich das verstanden habe, haben die ein Bikini anbekommen. Gut, lassen wir halt einfach so stehen. Und die dritte Klasse ist der namensgebende Gigant Kabuto. Und diese drei Klassen bilden zusammen einen Multiplayer-Modus, der total abgefahren ist, den wir aber uns hier nicht angucken, weil ich gar nicht weiß, ob das heute noch Multiplayer gespielt wird. Aber ich weiß, dass alle Leute, die es damals gespielt haben und heute Spiele sehen wie Evolve, die lachen da. Lachen da ein bisschen so, ha 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 ha, ha 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 ha, das haben wir aber schon alles 2000 gehabt, in besser. Und dann sagen die anderen, das stimmt aber nicht. Und dann streitet man. Es ist vielleicht nicht besser gewesen, aber es war auf jeden Fall richtig gut und das lange, lange, lange vor der Zeit von Spielen wie Left 4 Dead oder Evolve. Und damit wir auch gleich was vom Spiel sehen, gehe ich direkt rein. Wir springen jetzt in 20 Minuten Rhythmen durch alle drei Klassen durch. Was besonders auch noch im Spiel ist, im Singleplayer-Modus, hat einen wahnsinnig guten Humor. Es hat richtig guten Humor, der bei Spielen oft wirkt das Ganze oft kindisch oder ein bisschen doof. Hier hat das, finde ich, genau diesen richtigen Humor getroffen. Es ist einfach, das Spiel nimmt sich null ernst. Es ist komplett, kompletter Schwachsinn eigentlich. Und irgendwie hat es aber trotzdem so ein Charisma, was das Spiel einem wahnsinnig sympathisch macht. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und seht es ähnlich wie ich, wenn ich euch gleich den Anfang zeige. Wir springen einfach mal direkt rein. Das sind übrigens alle Welten. Hier sehen wir auch, es ist so aufgebaut, dass wir erst die Max spielen, dann kommen die Delphis und dann am Ende Kabuto. Die Storys sind aber so geil ineinander verwoben, dass man da echt Spaß hat, es von vorne bis hinten durchzuspielen. Das Einzige, was blöd ist, sind die drei Rennen hier. Na gut, dazu kommen wir aber eh nicht. Dazu haben wir zu wenig Zeit. Jetzt startet das Spiel. Viel Spaß. Und auch hier gibt es ein schönes Intro. Mit lustigen Dialogen. Oh, ja. A Boy Called Timmy. Ja, das ist der Anfang und es ist wirklich von Anfang an ein Spaß und wird nur noch geiler. Man bekommt jetzt direkt ein bisschen so die Steuerung beigebracht. Das hier ist der Planet, um den es geht. Der besteht aus vielen kleinen, wunderschönen Inseln. Ich habe hier übrigens jetzt schon diverse Mods für bessere Optik draufgehauen. Deswegen sieht es nicht ganz so fürchterlich aus. Aber hübsch geht wirklich anders. Also da kann man auch nicht... Kann man nicht viel dran drehen. Aber man kann, glaube ich, erkennen, dass es damals richtig hübsch war. Und es ist wirklich eines dieser Spiele, wo es gar nicht zwingend auf die Grafik ankommt, sondern eben auch das Spiel dahinter
sehr, sehr viel Spaß macht. Kleiner Tipp, ich habe auch sehr lange gebraucht, um das zu installieren. Also nicht, um das Spiel zu installieren, das gibt es ja zum Beispiel bei Good Old Games oder so, alles für ein Apple und ein Ei. Aber man hat am Anfang, das ist schwer jetzt zu demonstrieren, aber am Anfang startet man und die Maus bewegt sich so. Und dann bewegt sich plötzlich ganz schnell. Also ganz langsam und dann bam! Und es liegt daran, dass das Spiel so alt ist, dass es mit Mausbeschleunigung nicht sonderlich gut funktioniert. Und jetzt mache ich was Krasses. Ich gehe raus und zeige euch, wie einfach man es im Grunde installieren kann. Man muss nur einfach eine Verknüpfung machen. Ihr kennt das ja, ihr macht eine Verknüpfung mit eurem Start, mit dem Spielstart-Icon. Und dann haut ihr den Text noch rein. Strich Frame Limit 100. Das liegt daran, dass, wenn man das heute spielt, dank der heutigen Power der 3D-Beschleunigung, hat das 400, 500 Frames. Und etwas mit 400, 500 Frames ist scheinbar sehr schwierig mit einem Mausbeschleuniger in Einklang zu bringen. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil direkt danach ging es. Ich kann es euch auch gerne noch beweisen. Man kann nämlich das Chatmenü auf... Moment. Was war noch mal... Ah, da, genau, jetzt habe ich es aktiviert. Ihr seht hier oben, die Framerate ist blockiert bei 100. Normalerweise wäre die bei 600 oder so. Also, es funktioniert. Ist ein guter Tipp, weil ich habe wirklich überall nachgeguckt im Netz und es ist sehr schwer, dazu Hilfe zu finden, weil es schon so ein altes Spiel ist und viele dieses Problem auch nicht hatten. Es gibt übrigens auch einen Fan-Patch. Ein Fan-Patch, der ist, glaube ich, heißt 1.47 oder so. Und der hat viele dieser Änderungen, die ihr hier jetzt seht, wenn ihr das Spiel original kennt, sind in diesem Patch mit drin. Geh weg! Aber wir sind hier im ersten Level, also es ist hier nicht mehr als ein Tutorial. Aber ich glaube, man sieht schon, dass es irgendwie hat es was. So wie das so alles aussieht, finde ich ganz schön. Übrigens kann man auch jederzeit in die Ego-Perspektive schalten. Auch das ein ziemliches Novum, meiner Ansicht nach. Aber ich mag die Third Person irgendwie lieber. Gerade später, wenn man mit dem namensgebenden Kabuto spielt, ist einfach ein riesiger Gigant, der durch Fressen immer größer wird und gefährlicher wird. Und das ist schon sehr schön, ihn von außen zu sehen, während man Zivilisten beißt. Okay, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, damit ihr von der Story auch viel mitkriegt. Jetzt muss ich hier alle erledigen. Da seht ihr schon, da ist schon ein Ureinwohner dieser seltsamen Welt. Und den habe ich hiermit gerettet. Habe ich? There's no way I was giving my new jetpack to that old ripper. Hey, that's Smalling. But you can have it, Mr. Basil, if you want. And a lot of fun it was. Here now, carry me down this smarty mineshaft. The hatch is open now. Boy! I'll show you how to use my jetpack. Gosh, crashing hot shot, Mr. Basil. Mr. Basil! Wax models of hanging smarties. The sea reapers are trying to frighten us off our island so they can take over. What they don't realize is we've been here. Arkmaid! What? The smarties! They're real! Come on, lad, pull yourself together. You weren't to know. Pills, Mr. Bass. Oh, I am very highly strung, you see. And I'm not easy, please save them. Oh, God, and to think. Yesterday I was throwing stones at them. Yeah, they are looking pretty messed up. Listen, Mr. Bass. I shall give you a prize if you can rescue them. Please, hurry. Ey, ja, ihr habt gesehen, das ist alles
völlig irre. Wie kann ich mein Jetpack benutzen? So, okay, das ist wichtig. Der ist neu. Und das ist auch eine von diesen Missionen, wo man echt am Anfang ein bisschen braucht, bis man rafft, wie man die spielen soll. Weil diese Smarties sind echt unglaublich doof und hängen da einfach nur und fallen dann aber auch wirklich runter. Und man muss 4 von denen, glaube ich, retten. Und man denkt am Anfang, man muss da so langsam hochfliegen. Aber in Wirklichkeit muss man eigentlich nur warten, bis sie kurz vorm Fallen sind und sie dann in der Luft schnappen. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Wenn man es auf andere Art versucht, da fällt auch schon gerade wieder einer, kann das schnell mal in die Hose gehen. Und ihr denkt vielleicht, ach, naja, fällt man halt ins Wasser. Ja, aber dann guckt euch halt mal das Wasser an. Ha, genau, da sind nämlich überall Piranhas. So, Leute, wie sieht's aus? Wer von euch möchte als erster fallen? Du. Komm, 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 komm. So, den hätten wir. Nein, nein, nein! Ihr seht schon, warum das fies ist. Okay, den muss ich jetzt abgeben. Auch das wird einem nie richtig gesagt, wohin man die eigentlich geben soll. Aber es ist dieser Ort hier. Ja, jetzt hadere ich ein bisschen, weil eigentlich ist die Mission jetzt auch relativ unspektakulär, aber wir haben sie fast. Und es gibt so viele andere Missionen noch. Es gibt unter anderem mit diesen, mit dieser Rasse, mit der ich gerade spiele, gibt es eine Mission oder mehrere Missionen, in denen man richtig bauen muss. Wie in einem Echtzeitstrategiespiel muss man Gebäude bauen, indem man Smarties auf bestimmte Plätze setzt. Ja, den kriege ich so. Und es ist wirklich unglaublich kreativ. Also ich kenne kein Spiel, was einen permanent mit neuen Ideen so dermaßen überrascht wie Giants, muss ich echt sagen. Es ist ein ganz tolles Spiel. Und ich kann euch aber wahrscheinlich heute nur einen Bruchteil davon zeigen. Es ist auch leider nicht so Let's Play geeignet, also jetzt für einen Knaller durchgenommen oder so, weil zwischendurch elendlange Action-Passagen sind, sowas wie hier. Einfach Füllmaterial, was eigentlich nur der Spielzeitverlängerung dient. Und ich glaube, dass euch das nach einer Weile auf den Geist gehen würde. Wenn ich euch so partiell Sachen zeige, findet ihr die, glaube ich, ganz gut. Aber wenn ihr das Spiel in seiner Gänze euch angucken wollen würdet, hättet ihr zwischendurch, glaube ich, keine Lust mehr. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern einfach, weil es die Missionen an sich teilweise sehr lange dauern können. Okay. Den hier schnappe ich mir noch. Da fallen auch schon wieder welche runter. Ist nur noch der, krass. Letzte Chance sozusagen für mich. Jetzt komm schon. Okay, da haben wir sie. Das ging schneller als erwartet. 4 Smarties sind gesichert. Oh, well done, Mr. Basil. Here, take this present. It's a weapon that other spaceman dropped. What? You've seen another guy like me? Certainly, Mr. Baz. He's over there. He crashed in the big metal bird, and now he's dangling from a cliff. What a joker. You can take this mineshaft to him if you want. Right, jump on my back. Brilliant. I'm gonna save him. Ja, und jetzt bin ich auch schon, hier seht ihr meine neue Waffe, bin ich schon im 3. Level sozusagen. Geht gerade recht schnell. Ich gehe da trotzdem nochmal hoch, weil es dauert, es dauert nicht lange, bis ich den retten kann. Nein, falsch gejetpackt. Muss da hoch, muss Jetpack aufladen. Jetpack kann nicht aufgeladen werden, stürze hinein in das tödliche Wasser. Scheiße, na gut, aber ich schaff's trotzdem. Der Jetpack ist übrigens unten links anzusehen. Vielleicht schaffe ich's. Ja, ganz knapp. Oh, krass. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ist aber nicht schlimm, ich wollte eh einen neuen Level laden. Ihr seht ja, es geht eine ganze Weile so weiter und ich will euch unbedingt noch mehr zeigen. Hier, warum nicht das? Das ist auch eine gute
Das ist auch eine sehr gute Mission und sehr gute Story und sehr viel Humor. Viel Spaß. Hello, Father. Get in and do them dishes, son. My pleasure, sir. We're looking for a mate of ours. Look at me! I'm starving! Ever since those bloody sea reapers moved in, it's been too dangerous to hunt vimps on my own. Listen, get me 20 pieces of fresh vimp meat and I'll help you. Ja, das ist eine einfache Mission, die aber viel Spaß macht. Und hier sehen wir auch ein bisschen mehr von dem doch sehr schönen Areal in dieser leicht gemoddeten Version. Und jetzt suche ich gerade nur noch, Moment, wo ist die Herde? Ich suche eine Herde aus Wimps. Und wie ihr seht, habe ich hier meinen Kollegen gerettet und der läuft jetzt auch mit. Und man kann sogar bis zu 4 oder 5 Kollegen mit dabei haben. Also es gibt Missionen, wo man wirklich ganz viele Leute hat, die mit einem kämpfen. Und das ist eines dieser, ja, eine dieser vielen kleinen, geilen Details. Unten seht ihr die Waffen. Das ist meine normale Pipi-Pistole und das ist die Schrotflinte. Die macht auch richtig Wumms. So, jetzt suche ich eine Herde. Wo ist sie denn? Ah, da sind sie. Okay, und jetzt wird's lustig. Die können sich nämlich nicht verteidigen. Pam, 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 pam. Alles kaputt. Einfach so mitten rein, als wären's Büffel. Und die sammle ich jetzt ein. 20 Teile davon brauche ich. Oben rechts seht ihr, wie viel ich noch brauche. Schön ist auch, dass hier auch die Geister der Wimps noch kurz rumstehen und man sich irgendwie fragt, war das jetzt gut, dass ich das gemacht habe oder vielleicht nicht? Es ist oft schwer zu sagen, was dieses Spiel moralisch von einem will. Gleich habe ich's. Problem ist, dass die Teile auch wieder verschwinden. So. Jetzt haben wir das schon erledigt. Diese Reaper, die ignoriere ich einfach, weil die eh völlig egal sind, solange sie nicht, solange sie mich nicht treffen, genau, solange sie nicht direkt vor mir auftauchen und mir ins Gesicht schießen. Jede Mission ist in mehrere Teile unterteilt nochmal und in dem Fall kommt jetzt gleich noch ein zweiter. Was mir daran gefällt, ist, dass es immer zwischendurch echt schöne kleine Dialoge gibt, die auch erklären, was man gleich machen muss. Und es ist aber auch immer Quatsch. Also ihr werdet gleich sehen, dass allein dieses Sammeln der Viecher ist ja schon dumm. Soll er doch selbst machen, der Trottel. Nur weil seine Frau nicht da ist. Aber gut, wir machen's halt. Wir sind freundliche Aliens. Und werden aber gleich merken, man kann sich's eigentlich sparen, freundlich zu denen zu sein. Die sind eh alle verdammt. Zum Sterben verdammt. Dinner at last. Wait, what's this? This food is raw. I never eat raw food. My wife cooks everything I eat. Oh my god, I forgot the wife. The Reaper guards kidnapped her the other day. Right, look, I'm sorry about your wife, but we're looking for someone that looks like us. Have you seen? Oh, I don't know. I don't know, I can't think. I've got these hunger pains. My wife may have seen your mate, I don't know. Oh, please find me wife. Use this here holly bush. It'll keep you well hidden. I'm sure my wife can help you. Just bring her back now, so she can cook me bloody dinner. Sehr sympathisch. Rescue the Smarties wife. The man's starving. So, ich kann mich vor Gegnern jetzt in guter alter Solid Snake-Manier verstecken. Kurz gucken, wo ist er denn der? Wo ist denn die Disguise jetzt? Er hat doch gerade noch hingezeigt. Habe ich die jetzt gar nicht equipped? Da links, unten links wird sie angezeigt. Okay. Ich weiß leider nicht so genau. Oh, zoomen kann man auch gut. Ich weiß leider nicht so genau, wie man die Disguise jetzt aktiviert. Das ist übrigens die Map. Hier muss ich hin. Kurz mal gucken. B wie Busch? Nee, auch nicht. Oh, das ist Chatten. Ah, gut, dass man das kann.
Alles ein bisschen sinnlos. Ich würde gerne diesen Busch benutzen. Ah, da ist er. Dam, 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 dam. Und keiner erkennt mich. Brauche ich jetzt aber noch nicht. Denn ich muss noch mal kurz gucken. In diese Richtung liegt das Ziel. Oh, ich schaff's nicht. Ja, das war klar. Das war auch ein bisschen zu optimistisch. Oh shit, da habe ich ganz vergessen, dass die ja überall sind. Also wirklich überall. In diesem wunderschönen, klaren Wasser. Überall Piranhas. So, jetzt lade ich meinen Jetpack auf und dann müsste das eigentlich klappen. Oh shit. Schnell weg. Ihr seht oben links, seht ihr schon? Da ist ein Missile. Werfer, ein Turret. Okay, kein Problem. Zum Glück bin ich ein Busch. Ich bin ein Busch. Der Nachfolger zu Hilfe, ich bin ein Stuhl. Hallo, ich bin ein Busch. Was denn? Warum? Okay, ganz schnell abhauen. Bin ja fast da. Schleiche ich mich langsam, aber geschickt an. Die Reaper lassen sich scheinbar nicht davon täuschen. Und das hier links sind die eigentlichen Gegner. Habt ihr jetzt nicht wirklich gesehen, aber die sind nicht so stark eigentlich auch. Aber das sind so die eigentlichen Bösewichte in dieser Geschichte, wenn ich das richtig erinnere. Die sehen auch schön böse aus. Moment, ich muss doch eigentlich... Oh, wow, wow, der hat mich entdeckt. Oh, das war's schon. Das war's schon. Ist aber auch nicht schlimm. Ich bin ja, wie gesagt, hier nur auf der Durchreise. So, gucken wir uns mal die nächste an. Jetzt geht's langsam auch, also spätestens hier bei Search for Timmy und The Battle, geht's dann in die Richtung der Echtzeitstrategie, in der man Gebäude bauen muss. Den werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. No, that's not Timmy. He'll be prettier than that. Come on, Buzz. Let's take him. Kill the Sonark to rescue Greg. Okay. Wohin? Okay. In diese Richtung, gut. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber man erkennt schon, dass hier Liebe ins Spiel geflossen ist. Da, denke ich, kann man sich sicher sein. Vielleicht sollte ich auch besser mal aus der Ego-Perspektive schießen. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Okay. Wo muss ich hin? Über die Brücke natürlich, klar. Brauche ich doch eigentlich nicht. Ich habe noch ein Jetpack. Ja gut, zur Sicherheit. Tap, 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 tap. Tap, tap. Ah, oh, was? Wie ist denn das passiert? Oh, komm. Da war, oh Gott, das ist ja scheiße. Ihr seht's, oder? Einfach eine Lücke. But why? Ja. Das ist ja jetzt echt uncool. Kann ich denn jetzt hier irgendwie anders hoch? Oder muss ich den weiten Umweg nochmal machen? Ah, vielleicht von hier? Nee. Nee, da kommt nichts. Das ist unglaublich. Muss ich tatsächlich da nochmal hin? Ich glaube, es reicht nämlich einfach nicht. Komm einfach nicht. Nee, hoch genug komme ich nicht. Naja, das machen wir noch schnell. Kann ja eigentlich nicht zu lange dauern. Spärliche Vegetation hier. Eine kleine Stachelbaum. Ansonsten nichts.
Diesmal werde ich nach vorne gucken. Oh Gott. Ach, es ist wirklich ein Pech heute. Aber ich muss ja auch schon mal gar nicht hier lang. Ich muss ja hier hin. Das hat mir nie einer gesagt. Da geht's lang. Na gut. Das war gerade unglaublich dumm. Okay, ich laufe richtig. Dieser Lensflare zum Beispiel, die ganze Sonne ist neu gemoddet worden. Wie gesagt, das bekommt man alles durch diesen Patch. 1.497 heißt der, glaube ich, wirklich. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob das mit dem Humor des Spiels zusammenhängt, weil er kommt eigentlich von Fans, aber wird er als Patch 1.5 verkauft. Den gibt es aber nicht. Es gibt keinen Patch 1.5. Es gibt nur Patch 1.497. Ach, okay, und ich kann jetzt wahrscheinlich nicht weiter, weil ich doch über die Brücken hätte gehen sollen. Über 7 Brücken musst du gehen. Oh, seht ihr? Das sind so eine Art Ratten, die die Leichen dann immer wegknabbern. Das sind so die kleinen Details. Das macht einfach Spaß, sich das so anzueignen an Wissen über diesen Planeten. Okay, ich glaube, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Auch wenn die Brücken mich weiter irritieren. Da ist das Vieh. Der Sonag. Geh mal ein bisschen näher, bevor ich ihn erschieße. Das, Alter! Das wusste ich nicht, dass der so singt. Das ist ja herrlich. Dich kann ich doch nicht töten. Okay, schieß dich halt in den Arsch. Return to Borjoisie. Ich weiß nicht, ob ihr den Text gerade noch gelesen habt, aber da waren auch schon wieder dumme Gags versteckt. Es hört einfach nicht auf. Jetzt muss ich wieder zurück. Soll ich das nochmal machen? Ah, okay, aber dann gehe ich jetzt den anderen Weg. So, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr so weit hier mit der Rasse, denn wir müssen ja auch die anderen uns noch angucken. Aber die machen auch richtig Spaß. Was höre ich da von der Regie? Wir müssen jetzt schon in die Werbung gehen. Oh, okay. Dann können wir das jetzt leider nicht mehr weitermachen hier. Werden aber gleich noch eine weitere Runde Giants spielen. Ein tolles Spiel. Absolut empfehlenswert für jeden, der Bock hat, zu sehen, wie zur Jahrtausendwende die Spiele aussahen, die uns begeistert haben. Und gleich geht es damit nochmal weiter. Dann gucken wir uns die Sea Reaper an und den Giant. Bis dann.